Spannung und Plot-Twists ohne Ende. Wenn ich nur 5 Worte hätte, um Gone Girl zu beschreiben, würde ich, glaube ich, diese wählen. Zum Glück habe ich aber noch mehr übrig und kann mehr darüber reden. Dazu habe ich auch absolut das Bedürfnis, denn dieses Ende hat mich einfach immer noch sau geflasht. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Gone Girl war tatsächlich nach 2 Monaten das erste Buch, was mich wieder so richtig gepackt hatte. Ich hatte davor 2 andere Bücher angefangen, die sich am Anfang ziemlich spannend angehört haben, aber es einfach nicht geschafft haben, mich weiter bei der Stange zu halten. Das erste wurde einfach nur langweilig und das zweite hat einfach den Fehler gemacht, dass irgendwann sehr vorhersehbar war, wie das Ende aussehen würde. Was bei Gone Girl definitiv nicht der Fall ist. Nichts war vorhersehbar bei Gone Girl. Alles stand in den Sternen und ständig kam irgendeine unerwartete Wendung. Oh mein Gott. In Gone Girl geht es um den Mitte 30-jährigen Nick, der eines Tages nach Hause kommt und feststellt, dass seine Frau Amy verschwunden ist. Im Wohnzimmer sieht es nach einem Kampf aus. Die Polizei vermutet sehr schnell, dass Nick irgendwie was damit zu tun haben könnte. Erstens, weil laut Statistiken scheinbar der Ehemann sehr häufig in solchen Fällen was damit zu tun hat. Und zweitens aber auch, weil sich die Hinweise eben verdichten, dass Nick irgendwas damit zu tun hat. Allen voran, und das fällt auch dem Leser ziemlich schnell auf, dass Nick irgendwie ein bisschen ein Desinteresse an diesem Fall zu haben scheint. Man denkt sich teilweise so, Junge, deine Frau ist verschwunden, möglicherweise ist sie tot, was ist los mit dir? Und so zweifelt man eben so ein bisschen an Nick, auch wenn er eigentlich so schon relativ sympathisch rüberkommt. Jedes zweite Kapitel ist aus der Sicht von Amy geschrieben. Allerdings nicht aus der Sicht der Amy, die jetzt verschwunden ist, sondern es besteht aus alten Tagebucheinträgen von ihr. Und aus denen geht hervor, dass sie scheinbar sehr unzufrieden mit der Beziehung zu Nick ist. Nick kommt nicht besonders gut weg in diesen Tagebucheinträgen. Auch wenn man häufig das Gefühl hat, Mensch, Amy ist aber schon sehr sentimental und sehr sensibel und sehr romantisch veranlagt. Man beginnt sich eben zu fragen, was ist denn jetzt mit Amy passiert. Man ist sich einfach sehr unsicher und dann bam, 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 ein Plot-Twist nach dem anderen, nichts ist vorhersehbar, eine unerwartete Wendung nach der anderen und das ist super genial gemacht. Das wird auch wirklich, wirklich psycho, es ist nicht so dieses Beziehungsdrama, wie es jetzt am Anfang einfach ein bisschen wirkt, sondern es wird wirklich psychisch. Ich würde das sogar ein bisschen als psychologischen Horror bezeichnen, was ich sehr viel von Stephen King kenne, deswegen hatte ich gerade am Ende häufig Assoziationen zu Stephen King wegen des psychologischen Horrors. Man hat sich gedacht, heilige Scheiße, das könnte wirklich passieren und das macht einem wirklich sogar ein bisschen Angst und das war wirklich, wirklich, wirklich genial gemacht. Ich hatte sogar ein bisschen Assoziationen auch zu Margos Spuren, nur ganz am Anfang allerdings. Bei diesen Tagebucheinträgen hatte man am Anfang so ein bisschen das Gefühl, Margos Spuren, da ging es eben auch um so ein Mädchen, was halt verschwunden ist, Mitschüler, der voll verliebt ist in sie, beginnt eben herauszufinden, was sie so eigentlich für eine Person ist, aber trotzdem weiß man nicht, wo sie jetzt ist und was mit ihr passiert ist und das hatte mich so ein bisschen daran erinnert, auch die Persönlichkeit von Margot und Amy so ein bisschen nur so ganz nett zu erwähnen eigentlich. Ja, das Ende jetzt von Gone Girl, heilige Scheiße, ich will natürlich nichts dazu sagen, weil ich muss mir wirklich sehr viel auf die Zunge beißen, um nichts zu spoilern, was sehr leicht passieren könnte bei diesem Buch, aber bis jetzt habe ich noch nichts gespoilert. Das Ende war super, super gut. Man hat sich wirklich viele Gedanken gemacht, wie könnte es ausgehen und nichts davon hat irgendwie gestimmt. Es war ein sehr, sehr passendes Ende auch. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich habe am Ende gedacht, okay, so und nicht anders muss es sein. Genau perfekt. Sogar der letzte Satz, den letzten Absatz, den fand ich richtig, richtig gut. Der hat einfach perfekt gepasst. Ich hatte wirklich beim letzten Wort wirklich so ein richtig schrilles Lachen ausstoßen müssen. Kein freudvolles Lachen, jetzt weil es lustig war, sondern einfach weil es so, so verdammt gut gepasst hat und irgendwie auf diese Art dann irgendwie so genial war. Das ist mir einfach nur aufgefallen. Ich fand das Ende auch richtig, richtig, richtig gut. Und generell fand ich die Erzählweise von dem Buch sehr, sehr gelungen und sehr genial eigentlich, weil es einfach passend war, dass diese Geschichte aus sowohl aus der Sicht von Nick als auch aus der Sicht von Amy erzählt wurde, also jetzt dieser Tagebuch Amy eben. Und das war einfach ein genialer Schachzug, weil man so eben diese beiden Charaktere beide kennengelernt hat in gleichem Maße und dann, ja, das hat einen einfach gut vorbereitet auf diese Story, kann man einfach so
sagen. Ich bin wirklich geflasht von dem Buch. Ich kann es einfach nur empfehlen und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr den Film schauen wollt, dann liest auf jeden Fall erst das Buch, weil meine persönliche Erfahrung sagt, wenn man einen Film schaut, dann will man danach eigentlich das Buch nicht mehr lesen. Ich würde mir aber in diesem Fall auf keinen Fall das Buch entgehen lassen, weil ich mir so gerade bei der Gefühlswelt, die einfach immer so wieder beschrieben wird, nicht so gut vorstellen kann, dass das im Film rüberkommt. Die Gefühlswelt wird im Buch einfach sehr, sehr gut rübergebracht. Man lebt eigentlich fast nur in den Gedanken von diesen beiden Protagonisten und das hat einfach sau Spaß gemacht. Das psychologische Horror, kann ich einfach nur nochmal sagen. Und dann würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Hat euch irgendwas in dieser Rezension gefehlt? Würdet ihr noch irgendwas gerne wissen wollen? Und wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mir zustimmt, ob ihr es auch cool fandet oder generell, was ihr davon gehalten habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.